Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play OFM SK Grizzly Folge 81. Ja, jetzt schon am 2. Februar die Februarausgabe. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich dann im Februar noch eine Folge. Kommt darauf an, wie ich dann Zeit und Lust habe. Aber auf jeden Fall, es hat mich gerade gefreut und deswegen nehme ich jetzt diese Folge 81 auf. Ja, diese Folge 81 unter was für einem Motto steht diese Folge? Und zwar unter Stammkader Trading und Stadion Ausbau. Und wie jetzt das Ganze? Und zwar möchte ich euch zeigen, was hat sich getan die letzte Zeit. Schauen wir uns mal die Tradings an. Ab der Saison Mitte 145, hier beginnen wir mal bei unserem Stammspieler LM, haben wir um 7,2 Millionen Euro verkauft und einen neuen Ersatzmann um 1,7 Millionen Euro für unseren Stammkader gekauft. Dieser Mann Petrovic wurde vom SK Grizzly für 555.000 Euro eingekauft, blieb dann ca. 8 Saisonen bei mir und für eben 7,2 Millionen erfolgreich wieder verkauft. Dann der RM Winfried Nuja wurde schauen wir mal, 7,7 Millionen Euro verkauft. Damals eingekauft in einem Preis für 1,342 Millionen. Und wir sehen auch, dass der aktuelle Verein diesen Spieler auch schon wiederum verkauft hat. Und das nach 10 Spieltagen hat er quasi von 7,7 Millionen den Spieler um 8 Millionen Euro verkauft. Eine Stärke höher getradet von 26,10er auf 27,11er. Hatte wahrscheinlich noch ein paar Turniere zur Verfügung und deswegen ging sich diese Stärke aus. Aber ich sage mal so, wesentlich viel Gewinn, glaube ich, wird es nicht sein, denn nicht einmal 250.000 Euro, naja, eher mehr Peanuts. Aber gut, jeder wie er möchte. Dann, wer hat noch den Verein verlassen? Der LV Bartolo Rovella für 6,9 Millionen Euro damals gekauft vom SK Grizzly für 1 Million Euro, blieb ebenfalls circa 8 Saisonen beim SK Grizzly. Statt Rovella kam dann heute dazu Rieberger und statt Nuja der RM kam Barbosa dazu und wir hatten ja einen RMD vermisst, da kam Ward Malango dazu. Ja, Grund dieser Transfers gehen wir mal auf Barbosa. Barbosa zwar nur ein 17er Zweier, aber wir sehen, wenn wir bei Barbosa auf dem AWB-Rechner gehen, ihm fehlen 68 WB, eigentlich ein 17-jähriger Dreier für mich schon. Und es gibt noch Turniere von mir, also wird er auch schön gefordert. Dann dieser RMD, ihm fehlen 235 AWB, das heißt, er wird sich wahrscheinlich dann zu einem 19-jährigen Fünfer entwickeln, wo ich dann eigentlich auch wiederum zufrieden bin. Und unser 19-jähriger Fünfer, ihm fehlen 320 AWB, wird sich wahrscheinlich mit 9. Spieltag, wenn nicht schon mit 0. Spieltag der nächsten Saison, zu einem Sechser entwickeln. Gut, das waren mal die Transfers. Mein Kader jetzt eigentlich fast komplett. Ich möchte nur verkaufen den 26.9er, der sich zu einem 10er entwickeln wird mit Spieltag 9. Der ist eigentlich noch mein geplanter Abgang, sonst steht mein Kader mit 2 Reservespielern. Ja, stadionmäßig habe ich mich dazu entschieden, etwas Geld, was ich gehabt habe, hineinzupulvern. Ich habe die Tribüne von 5098 auf 15049 erweitert. Fertigstellung mit 31. Spieltag der Saison 148, also noch 104 Spieltage. Und die nächste Tribüne mit 74 Spieltagen von Ausbau 3049 auf 10049, ebenfalls überdacht. Fertigstellung, eigentlich perfekt, da geht es nicht mehr. Der erste Spieltag der Saison 148.
beide natürlich überdacht. Das heißt, ich habe dann bis auf Umfeld und Zustand bis auf eben die Südtribüne, alle Tribünen zur Größe für die Perfect Stadion ausgebaut. 15.049, 25.049, 10.049. Die Südtribüne wird demnächst dann, sag mal, auch perfektioniert auf 99.999 Zuschauer. Ich verfolge das Konzept. Zuerst möchte ich das Stadion fertig haben und dann kann ich mich rein auf den Kader konzentrieren. Ist zwar wahrscheinlich nicht die wirtschaftlichste Variante, ich pfeife aber jetzt mal drauf. Es ist mir egal, ich möchte nicht den Kopf für das und für das haben. Ich mache einmal Ding A fertig, sprich einmal Stadion plus Umfeld fertig und dann wird das Geld, was mir zur Verfügung steht, einfach in den Kader geboostet, um dann einfach die Qualität und die Stärke des Kaders zu steigern. Somit brauche ich nicht immer den Gedanken verschwenden, was muss ich noch im Stadion machen, so weiß ich dann, Stadion fertig, Umfeld ausgebaut, fertig, fix. Das Geld, was ich mal da ein bisschen verschwendet wird, ist mir jetzt einmal egal. Minus werde ich ja dann eh keines machen. Und dann kann ich mich langsam, sag mal, den Kader stärken, werde dann hoffentlich kontinuierlich meine Liga steigern und so werden dann die Einnahmen wieder optimiert. Zumindest ist dann das Stadion fertig. Gut, Fun Cup, natürlich findet auch das Prater-Turnier statt. Ich habe mich entschlossen, auf 32 Teilnehmer hochzustocken von 24. Momentan ist das Prater-Turnier mit 25 von 32 schon, sag mal, fix. Und ja, ich freue mich drauf auf das Prater-Turnier. Es haben sich wieder einige Leute angemeldet. Darunter meine lieben bekannten Clubs, Fußballclub Magdeburg, Chemnitz Schönau, Gück die Windhorn, die Superkickers, BVB 16, Grease FC, MG Bad Kreuznach ist wahrscheinlich neu, denn der Fun Cup ist auch frei zugänglich. Willkommen, erster FC Magic Cube incoming, der ewige Rekordsieger des Turniers. Schauen wir sich dann die Statistik an. Die bunten Hunde darf ich wieder begrüßen. BSG Chemnitz WK, auch ein bekanntes Team. FC Tomasius, Vorsicht dann auf die Stärke FC Tomasius. Rakete Moskau, natürlich dann wieder dabei mal auch der SK Grizzly. HSC Paris ist mir noch unbekannt, wird auch neu sein. SV Remscheid, FC Panathinaikos, Sportverein Hahn, Wehafen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, auch neu. Willkommen United Grizzlies, Berlin Fat Boys, OFC La Henry, FC Kokowin, SG Dynamo, BVB, Deutschlands Adler, ja, FC Kasibär und Arthur Boruk 96. Gehen wir auf die Historie, auf die Hall of Fame. Hier haben wir natürlich mit Zauberwürfel unangefochten mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Titel des Prater-Turniers. Unwahrscheinlich. Es ist jetzt der dritte Goldklasse, sagen wir mal, Cup. Ja. Auch in der ewigen Tabelle des Prater-Turniers ist der erste FC Magic Cup unangefochten mit Respektabstand an der Spitze. Wirklich war Respektabstand. Zweimal weniger teilgenommen als ich, aber schon, kann man sagen, doppelt so viele Punkte als ich ergattert. Mittlerweile schon 101 Team beim Prater-Turnier teilgenommen. Und man sieht natürlich auch in der ewigen Tabelle, Treue zahlt sich aus. Wenn man dem Prater-Turnier treu ist, wird man dann auch in der ewigen Tabelle hochgereiht. Bestes Beispiel dafür der FC Tomasius oder Chemnitz Schönau mit 16, 15 Teilnahmen oder auch United Grizzlies mit 17 Teilnahmen von 17 Auflagen, das heißt immer bis jetzt dabei die United Grizzlies und der FC Kokowin. Thomas ist nur einmal gefehlt, also wirklich, ich habe zweimal freiwillig ausgesetzt. Was sonst? Ja, wirklich sehr viele treue Teams dabei, was mich auch
Schön freut. Bei den Cup-Helden ist zu sagen, die ewigen Torschützenlisten. Hier hat sich der FC Schneverdingen verewigt mit 19 Tore. Adigon Etuhu, gefolgt von Kemi Zwickau. Und was den ersten FC Magic Cube noch nicht, sag ich mal, gelungen ist. Nur, unter Anführungszeichen, nur ein dritter und ein vierter Platz. Aber im Grunde alles schon dabei. Bei der ewigen Zweikampfliste bin ich auch dabei mit Platz 5. Dimitri Zirkov, mein Torhüter. Auch hier der FC Stachos, einmal nicht der erste FC Magic Cube vorne. Und zwar der FC Stachos mit Jeffrey Waterworld. Und hier der erste FC Magic Cube mit einem vierten Platz. Ja, durchaus, sag ich mal, beeindruckend diese Statistiken für Statistikfans. Ja, was gibt es da noch zu sagen? Ewige Tabelle, ja, 5 und 10 Jahreswertung für mich eher uninteressant. In der Liga für mich, ich spiele unter Anführungszeichen im oberen Mittelfeld mit. Alles noch sehr knapp, noch 7 Spieltage, der erste 18 Punkte, der siebte 15 Punkte, also ein Sieg und alles dreht sich hier wiederum um. Ja, hier wird laut meinem Liga-Talk der Heldsteiner Schlappkicker favorisiert für den Liga-Aufstieg. Schauen wir mal, wie es wirklich aussieht. Auch hier sehen wir mit einer Respektabstandsstärke von 97 klar favorisiert. Von den Marktwerten her auch hier mit einem Respektabstand und dann kommt FC Bramel dann wiederum mit einem Respektabstand zum SK Grizzly. Auch vom Alter her sind eigentlich diese zwei Teams ziemlich jung mit 21,73 und 23,45. Das heißt, diese zwei Teams haben auf jeden Fall auch Qualität. Ist nicht zu verachten. Gut. Was gibt es dann noch? Ja, Saisonverlauf vom SK Grizzly. Jetzt meine erste Niederlage. Tja, war doch zu rechnen, dass ich das ein oder andere Spiel verliere, aber trotzdem. Finanzmäßig. Ja, natürlich, dass ich jetzt ausgebaut habe, habe ich jetzt, sag ich mal 18 Millionen in den Stadionausbau gesteckt. Heute drei Spieler eben verpflichtet. Das waren heute eben eine Bilanz heute von fast ein Minus von 19 Millionen Euro. Aber noch immer mit 166 Millionen ein gutes Plus am Konto. Und wenn man auch sieht, bei Transfer biete ich ja noch diesen 26.9er wie vorbesprochen an. Das heißt, es werden wieder ca. 7 Millionen hoffentlich aufs Konto des SK Grizzly gutgeschrieben. Und dann ist das Minus ja doch nicht mehr allzu hoch. Ja Leute, das war's von dieser Folge 81. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns vielleicht noch einmal im Februar, wenn nicht. Nicht böse sein, dann halt im März. Aber wie gesagt, das war mal die News vom SK Grizzly. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss und Baba, euer Grizzly.